Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Prey und ein komisches Geräusch. Aber es stört uns nicht weiter, wir befinden uns in der Psychotronik, denn wir haben hier mehrere Ziele zu... meine Nase juckt, mehrere Ziele zu erledigen. Einerseits haben wir verschaffe dir Zugang zum Lager für exotisches Material. Und da drinnen, da können wir irgendwie rein und da möchte ich dir unbedingt rein, weil es schaut super toll aus. Oh! Und das Ding ist ja, das ist ja diese Koralle, ne? Also das glitzernde, goldene Zeug da, diese Fäden. Und die werden ja von den Webern gewoben. Und wie wir das erste Mal da durchgeflogen sind durch die, da haben wir ja so eine Erinnerung hat das in uns geweckt von ganz früher. Und ich wette, wenn wir jetzt da reinschweben oder normal reingehen, dann kommt da sicher wieder irgendeine coole Erinnerung. Und ja. Verschaffe die Lager, ja. Gut, exotisches Material, das hört sich voll super toll an. Hä? Wieso? Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Wie geht denn das? Warum ist da jetzt die Tür auf und zu gegangen? Oh Gott, die dürfen wir speichern. Ich höre jetzt aber keine... Das ist aber keiner. Hey Kumpel. Ach so, da drinnen, oder wie? Na, das ist mir ja egal, wenn der da drinnen ist. Hauptsache die Tür geht nicht auf. Ich hoffe, da kann die Tür nicht aufmachen. Ja gut, die Waffenkammer, die haben wir eigentlich ja schon... Also, das ist ein bisschen unheimlich und ich höre jetzt meine Glühkanone raus. Ich hoffe, der kann jetzt da nicht durchs Fenster oder so. Weil die kennen sich ja so komisch porten, ne? Das ist voll unfair oft. Ja, komm doch! Meinst du, ich hab Schiss vor dir? Ha, nein, das glaube ich nicht. Komm schon. Ich könnte es eigentlich voll gemeinsam die Tür verriegeln, aber es bringt mir eigentlich auch nichts, weil... ich dann gefangen bin! Oh. Was ist denn das? Ah ja, der Kuhstall, den haben wir ja. Aber den brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich brauche dringend Munition. Wisst ihr, was wir übrigens öfters verwenden müssen? Wollt ihr das wirklich wissen? Na gut, wenn ihr das unbedingt wissen wollt, dann sage ich euch das jetzt. Und zwar diese Recyclerladung. Die kann ich jetzt eigentlich da dran hauen. Und hoffentlich wird dann da alles recycelt. Weil dann kriegen wir viel öfter... viel öfter... Geil! Ne? Okay, ist jetzt ein bisschen ungut mit dem ganzen Einsammeln. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich alles eingesammelt habe. So kriegen wir halt voll,
viel Material zusammen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich kann halt schon wieder nicht reden, es ist ein bisschen schwierig heute für mich. Okay. Gut, wir wissen, da drinnen ist ein Phantom. Die Tür, die haben wir eigentlich entriegelt. Ihr könnt euch sicherlich nur daran erinnern, das war... Letzte Episode oder vorletzte Episode, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Durchbruch im Außenraum verschafft ihr Zugang zum Lager für exotisches Material. Okay, das war's. Sehr episch. Exotisches Material, alles nur für mich. So, aber da gibt's doch 100.000%ig mehr Loot, als wie nur dieses wunderschöne Material. Ernsthaft, da ist nichts drinnen? Das ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Gut, da haben wir was. Teifen. Ist das Blut oder Rost? Was da rausrennt. Hoppala. Okay, ich sag einfach mal, dass es Rost ist. Sagen wir einfach, es ist Rost, okay? Bah. Magnetbandschrank. Bist du doof? Gefahr erkannt. Und Gefahr gebannt. Was steht denn da oben? Subjekt Holding A. Zufall dim sum. Ein Zufall dim sum. Hallo. Da ist nix. Okay. Subjekt Holding B. Eine Gabel. Jetzt haben wir doch diese Notiz, was da hängt. Na gut, was soll denn in so einer Zelle Großartiges drinnen sein? Was ist das? Na gut. Das war's anscheinend. Sonst gibt's da nichts. Sicher. Na gut. Dann... geh wieder.
So, da ist jetzt auch noch eine Psychotronik Leichenhalle. Die Leichenhalle ist einfach nur nervig, da mag ich gar nicht mehr hingehen. Okay, aber da ist ja nur ein Ziel. Da ist ein Geschütz. Grüß Gott, liebes Geschütz, wie geht's da? Da drinnen, aber. Warte mal, dann nehmen wir lieber mein Geschütz mit. Weil was nicht ab. Geht die Tür auf? Fehlerprotokoll. Einsatzbereit. Ich verstehe das nicht. Da muss ich doch irgendwie reinkommen. Das ist der einzige Weg da rein. Was ist das für ein roter Pfeil da? Ich bin so planlos. Wirklich, ich bin so planlos. Datenzentrale. Arboretum. Finde Jean Forey. Die Technikerin Jean Forey wurde als vermisst gemeldet. Ihre letzte bekannte Tätigkeit war die Reparatur von Systemen der Lebenserhaltung im Kraftwerk. Ich sollte nachsehen, ob sie noch lebt. Oder ich soll es einfach lassen. Gatz, ja. Maschinenlabor, ja, da brauche ich das Reparaturdingsbums, die da. Schmugglerin interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Nimm den Quartierschlüssel, ja, das ist die Leichenhalle. Ich gehe jetzt ins Arboretum. Wie komme ich da hin? Oh, das ist alles so an. Waffenkampf? Na, Kraftwerk hat es gesagt, muss ich, ne? Das Kraftwerk ist doch gar nicht. Da sind auch noch so verschlossene Türen. Schon jetzt mal auf die Stationkarte. Da bin ich. Da ist das Kraftwerk. Arboretum. Ihr könnt durch die Guts, was ich aber nicht mag. Oder zur Lobby. Ah nein, zur Lobby. Ja, sicher zur Lobby und dann mit dem Lift ins Arboretum. Diagnose. Ausführlich. ISS. Nominal. Was? Was? Level nominal. Ja, danke. Guts. Obwohl war das. Nein, ich mag nicht so die Guts. Das ist wieder so ein Fliegerding. Ganz ehrlich, ich glaube, wir sind trotzdem schneller, wenn ich jetzt einfach zurücklaufe. Ich laufe jetzt einfach durch. Muss ich da raus? Mann, da war ich vorher gerade drinnen. Ich bin so verwirrt. Oh, Mann! Schreckt's mir nicht so! Ich laufe. Hallo, Dr. Yu. Hallo.
jetzt müssen wir durch das Klo. Da ist wieder der blöde Poltergeist. Na, falsche Seiten! Ich hab schon gedacht, warum ich da nicht durchkomme durch die Tür. Da war jetzt der Poltergeist da gesessen. Das ist eine Leiter. Nein, es ist keine Leiter. Es ist keine Leiter! War ein bisschen chaotisch, ich geb's zu, aber wir sind in der Lobby. Ich hoffe, dass wir in der Zwischenzeit keine Typhons noch gesponsert oder so. Und jetzt einfach gemütlich in den blöden Aufzug kommen und endlich ins Arboretum, wo ich liebend gerne mal Alexandres Sword plündern möchte, ja. Da ist sicher voll der gute Stuff drin, oder? Er ist leer, weil er schon alles ausgekramt hat. Kaffee ist schon was Gutes, Leute. Kaffee! Ist der schon immer da gelegen? Ja, ich glaube schon, oder? Rein! Arboretum. Danke. Oh. Das ist ja cool. Ah! Ohne Scheiß. Leute, ich hab's jetzt nicht ausgesprochen. Oh, Entschuldigung, ich hab's jetzt selber steuert. Wie wir jetzt mit dem Aufzug gefahren sind. Ich hab mir schon gedacht, hey, wenn jetzt der Strom ausfällt oder der Lift stecken bleibt, ich dreh durch. Und es passiert. Wie kommt er da rein überhaupt? Es kann nicht funktionieren. Es kann gar nicht funktionieren. Das kann ich jetzt mal fallen lassen. Also ich kann das im Lift nicht. So was Ungutes. Warum habe ich zwei Rohrzangen im Inventar? Was tue ich da immer? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, also, wo nehme ich das her? Ja. Voll der Scheiß! Das war voll die Scheißaktion jetzt. Ich mag das nicht.
wie zusammengezuckt habe vor allem. So peinlich irgendwie schon wieder. Okay. Wusa, liebe Leute, Concentration. Wir sind jetzt wieder in neuen Gebiet unterwegs. Also aufpassen. Achso, na. Ja. Jetzt habe ich gerade überlegt, weil ich weiß ja, dass da ein Albtraum unterwegs ist, in dem Gebiet. Und wir haben ja die Quest da gehabt, wo wir den Albtraum da von uns loskriegen. Aber da brauche ich ja die Reparatur geskillt, damit ich an das Kommunikationsgerät komme. Boah, das ist alles so anstrengend, Leute. Das ist alles so anstrengend. Aber ich verspreche euch, wenn wir das nächste Mal auf den Albtraum wieder treffen, dann werde ich versuchen, ihn zu besiegen, ja? Und wir werden siegreich aus diesem Kampf hervorgehen. Ja. Nährungssensor, Neustart. Scanne Ziel, Material hinweg. Ich erinnere mich an frühere Tage. Guten Abend, Talos. Abendessen wird von 18 bis 20 Uhr in der Kantine serviert. Da war doch vor Gitter, oder ne? Da war irgend... Wo ist der Typhon? Wo bist du? Wo bist du? War das nicht da? Doch, ich muss doch da runterkommen. Da war doch vor Gitter. Oh, das Fenster. Wo? Macht mich wahnsinnig. Wenn man nach und hört, aber man sieht keinen. Ah, da ist reingegangen, Schatz. Hä? Mann! Ich bin drin. Wieder speichern. So. Überall bleib ich hängen. So der tolle Loot ist das jetzt auch nicht. Schrotflintenfabrikatorplan. Karin Buckley. Was machen wir jetzt noch dann? Eine Recyclerladung mitten im Raum, Apo.
kann schon was. Das kann schon was. Ich habe immer Angst, dass ich dann irgendwo ein Kügelchen übersehen habe oder so. Ah, ich kann das schließen. Haha, ich bin eingesperrt. Hol mich doch. Warum liegt da ein Rohr zusammen? Boah, ist das geil! Okay. Dann haben wir ja das jetzt auch erledigt, ne? Da hinten waren wir. Okay. Darf ich da durch? Was haben wir denn da jetzt? Okay, nice. Und speichern und die Reise geht weiter. Keine Ahnung, wie ich jetzt gekupft bin. Ich bin gekupft, aber ihr habt es wie gesehen. Aber ihr habt meine Hand nicht gesehen. Meine Hand ist geflippt. Hallo, schön, Sie wiederzusehen, Patrick. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Was? Meine Lieben. Weitere Proben benötigt. Scan abgeschlossen. Okay. Hoppala. Homo sapiens fremd kontrolliert. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ich muss zuhören. Ich muss. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Komm, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Okay. Das war jetzt ein Telepath, ne? Explosion, Feuer, Null Wellen. Die Frage ist, wenn jetzt in Telepath, ja? Wenn ich den zerstöre, ob dann die anderen vielleicht dann... Was tue ich da überhaupt? Die anderen dann auch befreit sind? Was tue ich denn da überhaupt? Hm. Mag jetzt nicht schauen, ob die Tür da aufgeht vielleicht. Oh, schaut mal, ich habe gar nichts gesehen. Passwort eingeben. Kein Passwort gefunden. Okay, da können wir also noch gar nicht rein. Na gut. Nein! Zurück! Nicht näher kommen!
Ja, na gut. Verschwinden Sie! Sofort! Ja, ich geh schon! Ganz laute Schritte! Bitte kein Albtraum, bitte kein Albtraum, bitte kein Albtraum. Hey, die Schritte, die waren jetzt gerade mega laut. Und ich weiß, sie bewegen mich jetzt gerade überhaupt nicht vom Flick und so. Mann. Ja, ich will mir Munition sparen und es geht immer in Tosen. Jetzt tue ich das da mal fallen lassen. Das ist ärgerlich. Was ist das da?